Eine sichere und überlegte Reaktion in Extremsituationen sind für die Kameraden der Feuerwehr unabdingbar. Wie sich die Floriansjünger im Zusammenhang mit Erdgas und Gasbränden richtig verhalten, konnten die Feuerwehren Südsachsens beim Anti-Havarie-Training herausfinden. Wir haben einen Theorieteil, meist im Vormittag, dass man erstmal die theoretischen Grundlagen zu den Gasen, welche Besonderheiten habe ich zu beachten, wie habe ich mich zu verhalten. Und im Nachmittagsbereich, so wie wir es heute gemacht haben, dann wirklich der Praxisteil, das, was erstmal demonstrieren und dann eben die Löschübungen. Dass man einfach mit dem Feuerlöscher auch umgehen kann. Das ist auch gerade bei Feuerwehren. Man denkt immer, Feuerwehrmann, der muss löschen können, das kann er auch. Der Feuerlöscher ist aber eher ein seltenes Gerät, was er zum Einsatz bringt. Und da ist eben einfach der Umgang hier mal ganz schön. Er kann es unter kontrollierten Bedingungen trainieren. Wir haben es ja gesehen, es kann auch mal schief gehen, das ist nicht schlimm. Dann macht er es halt ein zweites Mal und dann funktioniert es. So soll es ja sein, das ist ja ein Training. Das ganztägige Training wurde dabei vom Energieversorger 1 unterstützt. Insgesamt nahm das Unternehmen dafür 30.000 Euro in die Hand. Das, was mich überhaupt von hier mitnehmen, ist auch, wie das Ganze ablaufen kann. Wie sich sowas anfühlt, wie sich sowas anhört und wie man gegebenenfalls dann reagieren kann. Besonders interessant ist natürlich dann hier auf dieser Wackerschadensdemonstrationsanlage die praktische Anwendung des Vorhervermittelten bzw. auch, dass wir dann hier selber mal löschen konnten. Am 24. Oktober konnten die ersten Kameraden aus dem Raum Chemnitz, Erzgebirge und dem Vogtland ihr Wissen im DVGW-Trainingszentrum Erdgas in Freiberg rund um das Thema Erdgas erweitern. Zuerst lernen die Feuerwehrleute, wie sie Gefahren beim unkontrollierten Austreten von Erdgas vermeiden können und welche Regeln eingehalten werden müssen. Danach dürfen die Kameraden dann selbst dran. Das, was wir simuliert haben, ist einfach die Kellerraumexplosion. Gas strömt ins Gebäude ein und das Gebäude explodiert. Hier haben wir einfach die beiden Szenarien Erdgas-Flüssiggas mal verglichen, damit man auch die beiden Gase, die Wirkung der beiden Gase sieht, den Unterschied dazu sieht. Das kleine Rohr demonstriert die Kleinstmenge. Das ist also wirklich, dass man sieht, auch sehr kleine Mengen können schon gefährlich werden. Und hier an den beiden Hochdruckgruben ist im Prinzip erstmal das Löschen trainiert worden. Schon seit mehreren Jahren arbeitet die A1 eng zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehren in Südwestsachsen. So werden den Einsatzkräften seit mehreren Jahren mobile Messgeräte zur Verfügung gestellt und auch Schulungen und Fahrsicherheitstrainings mit den Kameraden durchgeführt. Mit dem kostenlosen Anti-Havarie-Training erweitert 1 jetzt die Zusammenarbeit. Bis Ende 2020 sollen so mehr als 100 freiwillige Feuerwehren mit jeweils 2 Kameraden an dem Training teilnehmen können.